Ich lagere das mal um. Bei der Gelegenheit hier, so zack. Ach, wobei, ich brauche die da eh. Bin ich doof? Ich weiß auch überhaupt nicht, wie viel ich jetzt aufgenommen habe, ne? Muss ich mal dazu sagen.
ob das hinterher so aussieht. Stelle ich jetzt Sägewerk ziemlich nah am Friedhof auf. Ironisch nicht. Oh Mann, Alter. Alter, nee, das... Überraschend. Guten Tag. Ja, sag ich doch. Ich hörte dir doch schon die ganze Zeit zu. Und ich weiß auch, dass du das Sägewerk direkt neben dem Friedhof gebaut hast. Du Schwieriger. Ich habe gerade eben anmoderiert. Entschuldigung. Ach so. Ja, ich muss auch noch aufnehmen. Alter, hat er mich jetzt erschrocken. Ey, bin ich hochgesprungen. Hör mal auf, ey. Okay, jetzt bin ich noch ein bisschen mehr wach, oder auch nicht. Das ist gut. Nee, gar nicht. Ja, Leute, warum ich da gerade keinen Block hingesetzt habe, es sah zumindest so aus, als ob ich einen hingesetzt habe, da lässt sich gerade keiner platzieren. Dafür müsste ich, glaube ich, den Server neu starten. Bei Noctura drüben gab es auch schon solche Problemchen. Naja. Das ist nun mal so. Wie redet der denn jetzt auf einmal? So, was? Ach ja. Wie man sieht, die Blöcke spawnen auch sehr langsam nur nach. Ja. Manchmal bauen sie sich auch wieder ab und spawnen dann sofort. Ganz, ganz komisch. Ich habe schon mal hier mein Problem, weil schon mal den Zuschauern schon mal gezeigt, nämlich den Haupteingang. Ja. Direkt über der Frischwasserquelle. Träumchen. Ja, totaler Traum. Ja. Das macht dir so schnell keiner nach. Ja, aber dann kriegen wir auch nicht viel Besuch hier. Von Bittstellern, weißt du? Ja, eine Pistole kann man sich leider auch nicht basteln, ne? Was? Nee, nur Pfeil und Bogen. mit der Pistole, hör mal. Was brauchen wir jetzt für Blöcke? Dann haben sie gleich nur zwei heilige Könige. Was?
Das wird der Thron sein für die drei Heiligen Könige. Da kannst du machen, obwohl... Naja, zwei würden notfalls auch reinpassen. Glaube ich. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht. Weiß ich nicht mehr, ob ich jetzt den Palast auf gerade Zahl oder ungerade Zahl umgebaut habe. Ich glaube, ich habe den auf gerade Zahl umgebaut. Warum, weiß ich aber nicht mehr. Ich mach mal kurz hier den Dach ab. Den Dach? Das Dach, was mau. Es ist spät, ich weiß. Oh, so war schon spät hier, 4 Uhr morgens. Ich muss mich erst an meine neue Erdleiter hier gewöhnen, die wahrscheinlich bis zum Beendigen dieses Baus. Das gibt's Zähne von Mama. Was? Was? Zähne von Mama? Ja. Wieso hast du eine 5 auf dem Beutel? Säge von Mama. Nein, Quatsch. Oh, das ist schön. Was? Ich hab mal wieder 3 Sechsen auf dem Zeugnis. Oh. Quatsch. Oh, merke ich selber gerade. War jetzt nicht unbedingt sehr vorteilhaft, ne? Was? Es gibt Dinge, die sollte man nicht unbedingt der Öffentlichkeit mitteilen. Oh, ich muss das husten. Schon. Ui. Das schon. Nicht gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Fühlt sich auch nicht so gut an. Obwohl, doch, geht eigentlich. Es war schlimmer. Es war schon schlimmer, ja, das stimmt. Es wird immer schlimmer. Ich fall schon wieder runter. Bei mir brauchen mittlerweile einige Blöcke eine ganze Sekunde, bis sie spawnen. Mhm. Du warst oft online in den letzten Tagen, ne? Was? Sag jetzt nicht nein. Oh, weißt du? Ich bin so... Ich sehe das auch. Ja, so kann das. Das bin übrigens nicht ich, das ist hier Alfred. Alfred, Alfred. Moment, dieser Alfred, mal gucken, wie oft der online war. Also heute schon 1, 2, ach ne Quatsch, reicht das? Ne, doch, ist doch richtig. 1, 2, 3, ach ne, doch nicht, da hat er eine Nachricht geschickt, 2. 2, und gestern war online. Der hat ja auch noch eine Nachricht geschickt, ja, gibt's das denn? 2 sogar, ich habe die erste, habe ich vorhin erst gelesen. Freddy. Wenn ich nicht so aktuell so am Rechner bin, also soll heißen, wenn ich gerade extrem zu tun habe, wo ich bei überlegen muss oder wo ich halt überlegen muss, mir nicht selbst noch was anzutun, dann gucke ich nicht so unbedingt auf das Nachrichtenfeld, obwohl es direkt in Sichtweite ist. Zu meinem Erschrecken muss ich den Hammer reparieren. Oh Gott, jetzt ist gerade gar kein Block gespawnt. Es ist ja unglaublich. Ja, also es wird ein etwas größerer Palast. Ich frage mich bloß, wie wir hier Licht reinkriegen. Oh Gott. Kurz das wird. Ja, bitte. Das wird noch lustig werden, hier Licht reinzukriegen. Mit Kerzen? Ich glaube, das wird nichts. Mit Kronleuchtern doch. Ah, die hängen zu hoch. Die können wir nicht mal nachfüllen. Ja. Na gut. Und elektrische Kronleuchter haben wir leider nicht. Leider nicht. So, wir müssen dann auch noch Schutztürme auch noch bauen, ne? Ja, ich sag was. Ich überlege gerade, ob ich hier an jeder Ecke vom Palast auch so einen Schutzturm dran baue. Oh, es könnte eng werden. Ja, wobei, er hat aber bestimmt Stil. Ja, aber der eine würde halt direkt in die Molkerei da reinreichen. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Ach so. Weil Milch ist zwar gesund, aber auch wenn einige YouTuber das Gegenteil davon behaupten. Ach ja, ach Gott, die, Ich muss mal kurz in die Kerbe rein salzen. Ach ja. Kann man sowieso nicht mehr ernst nehmen. Der Kerl sowieso, weiß ich nicht. Du kannst ihn gern beim Namen nennen. Nein, mir unwürdig. Auch ist ja 40 Millionen
Das ist doch unglaublich. Ey, ey, ey. Du knackst. Entschuldigung. Du Knacker. Du Knacker. Alter. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird hier noch, das wird hier wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Also ach, verdammt. Mach auf jeden Fall zwischen den Folgen auch wieder weiter, Leute. Da könnte ein drauf find command suicide. Was? Ja, nee, das geht nicht. Ach, kann ja nicht sterben. Kannst vergessen. Das würde ich nie im Leben zulassen. Ja, natürlich nicht. Du brauchst ja noch einen Quellgeist. Und bevor du an der Kette ziehst, da schneidest du lieber ab. So viel Holz, wie hier noch gebraucht wird. Und so viel Stein. Ich habe ja Angst ein bisschen vor den Mauern dann, ne? Das wird ja, Was? War was? Was gerade irgendwie reingröbst? Oh du, das passiert mir auch ständig, aber. Aber puh. Aber was hast du vorher gegessen? Döner-Tier, wa? Bestimmt. Heute nicht, ne. Heute nicht? Ach, das weiß man nicht. Und dieser Kater, der gerade hier an meiner Tür scharrt, der ist gerade ein bisschen störend. Ja, aber wenn ich rein, wenn ich raus will, rein. Ist nicht. Jetzt nicht, ich bin gerade mitten in der Aufnahme, ich habe gerade zu tun. Ist ein bisschen finster. Oder ist ein bisschen noch finsterer? Was? Finster? Ich glaube nicht. Ach du Scheiße, was mache ich denn da? Nee, ist es nicht. Aber. Geil. Haben wir noch irgendwas Schönes hier? Gucken wir mal. Nö. Ich guck mal. Ja, toll. So kann man jetzt auch gerade nachgucken mit Ziegeln. Weißt du, ich baue hier 5 Ziegel übereinander, merke jetzt, dass das Ziegel sind. Es ist spät. Wir bauen mit den Blöcken weiter. So. Wollt ihr nicht nur das normale Holz nehmen, weil das sieht irgendwie ein bisschen popelig aus? Ja. Einem Thron? Doch, einem Thron sei nicht würdig. So. Und wahre Tröne gibt es ja nicht, also gibt es nur Sessel. Wir sind auch rotbezogen. Ach, ein Rising World, das lobe ich mir, da gibt's Throne. Oh. Ja. Das ist schön. Gibt's hier bestimmt auch irgendwann mal. Irgendwann mal. Also, in Ecken, also, wo es eigentlich nur das Ökosystem geht. Ja, aber die Entwickler sind selber schon ein bisschen davon ab. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Na gut. Aber ich frage mich wirklich, wo die versprochenen Schiffe und Züge bleiben. Oh, jetzt habe ich meinen Leiterzug. Ah, toll. Ich bin ja so intelligent. Muss ich mir alles abbauen? Na komm, dann bauen wir mal ab. Gerade geistig. So. Oh ja, so ist es. Alter. Ja, das ist so. Mit steigendem Alter, es wird immer besser. Ja, ich freue mich. Ja, na ja. Nicht. Na doch. Man kann sich eigentlich schon. Eigentlich kann man sich aufs Alter freuen, auch wenn es viele Zipperleinchen gibt, aber naja. Und ich bin eigentlich noch. Was? Ich bin eigentlich noch nicht in dem Alter angekommen, an dem ich eigentlich da mitreden könnte. Also von daher sollte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So? Hey, warte mal, braucht das Strom oder was? Wer denn? Ist das Sägewerk? Mechanischen Strom. Achso, das heißt, ich muss nur eine Mühle bauen. Also genau. Windrad, was auch immer.
Genau, so ein Propellerchen, so ein Holzpropeller. Salami-Hubschrauber, wie vom Harry. Na, ich weiß nicht, ob der elektrische Energie erzeugt, aber... Ach ja, bei dem passiert das alles, geht alles möglich. Wenn das funktioniert.